Hallo und herzlich willkommen zu meinem Rust. Zu meinem Rust? Ja, zu meinem Rust. Ich ziehe jetzt ein T-Shirt, eine Schneejacke an. Oh, ist die bequem, Alter. Sieht armeemäßig aus. Ist eine Holz-Cameo. Geht drauf. Eine dicke Militärjacke. Du bleibst warm in jedem Klima, Peter. Hoffen muss. So, die Sonne wird niedriger. Wir müssen uns beeilen mit unserem Trip. Ja. Bin voll, habe ich aber eh schon zwei Fackeln, weil ich drauf Diesmal gegangen gehen wir bin. aber ein bisschen so querfeldein. Ja, weil links den Strand entlang ist ein bisschen lang und rechts den Strand entlang ist ein bisschen kurz und wir wollen Thoros Haus finden. Ja. Aufgeguckt. Wir haben was zu tun. Wir suchen immer Häuser. Erst haben wir Getakis Haus gesucht und jetzt suchen wir auch Thorims Haus. Hoffentlich sind mal ein paar Viecher. Ich meine, wir müssen irgendwas suchen, oder? Weil brauchen wir ja Ressourcen und so. Es ist spannender, wenn wir auf irgendwas auf der Suche sind. Ja. Wenn alles glatt läuft, heißt, wenn die Jacke funktioniert, dann können wir vielleicht sogar durchs Schneegebiet. Vielleicht braucht man Schuhe dafür. Wäre noch möglich. Hast du keine Schuhe? Keine Schuhe. Wir haben auch Na. nicht den Stoff für Schuhe. Vor allem, weil ich jetzt 37 Stoff zu Hause gelassen habe, weil ich mal gedacht habe, lass mal zu Hause, was wir nicht brauchen. Steine brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Ich habe über 2 bis 3 Sticks Eisen das letzte Mal abgeformt. Bist du eigentlich bei mir in der Nähe oder läufst du mehr am Strand? Du bist, also, nein. Ich bin gerade Wüste. Also links? Ja, ich bin gerade links. Okay, weil deine Jacke ist gerade fertig geworden. Meine Also, Bildschirmränder sind verschwommen. Kann es sein, dass mir heiß ist? das ist immer so, wenn es eben teils so am Tag ist. Meine sind auch andauernd verschwommen. Voll irritierend, um ganz ehrlich zu sein. Wenn wir es ausschalten, da werde ich wahnsinnig, ja. Ambient Occlusion. Okay. So, was haben wir hier? Dann schafft's. Wow. Oh, cool. Color Grading. Flo, ich kann Munition machen. Cool. Meinst du Unsere die richtige Munition. Monitor? Ja, die wir brauchen. Fresh. Da weiß ich ja, was wir machen, wenn es dunkel ist und wir so zu Hause sind. Jo. Da, wo bist du? Ich will dir die Schneejacke geben. Ich bin in der Wüste, da wo das Paket immer runtergefallen ist. Da über dem Berg drüber, oder? Ja, Oder? da wo der übelste Berg eben halt ist. Ja. Wooden Arrow und Ich bin gerade Hunting bei der Bow. Satellitenschüssel. Na, da weiß ich, wo die ist. Bin er vor dir oder schon hinter dir? Na, die ist vor mir. Ich bin genau da, wo das Zeug eben halt runtergefallen ist, weißt du noch? Ah ne, dann bist du hinter mir. Der Ja. Satellitenschüssel ist ja da hinten, stimmt ja. Und da ist ein Schwein. Okay, ich bin gerade ein bisschen desorientiert. Okay, von dort komme ich. Okay, gut. Hier ist ein Weg mit diesen komischen Strompfosten. Glaubst du, Thorum hat am Weg gebaut? Würde mich nicht wundern. Weil im Ernst, die Sonne ist so nervig. Junge, ich bin gerade in der Wüste, weißt du, wie das ist? Aber überall ist es verschwommen, außer in der Mitte vom Bildschirm. Und dann ist da noch Dreck, glaube ich. Nein, es ist einfach die Sonne, die mir auf die Linse scheint. Habe ich Lens dort angelassen? Ich glaube, die Nee. haben den Bogen ein bisschen verstärkt. Der schießt irgendwie weiter. Immer mal Anti-Aliasing aus. Was macht der geht? Anti-Aliasing. Weiß nicht wieso. Ich würde gern dieses scheiß verschwommenen Bildschirm, aber ich krieg davon so ein klemmes Gefühl auf den Augen. Ja, ich weiß, was du meinst. Dann macht der scheiß Dreck im Gesicht, Alter. Hat schon Dreck im Weißt du, was man Gesicht. bräuchte? Eine Eine Sonnenbrille. Sonnenbrille. So, jetzt bin ich in der scheiß Wüste. Na, ich bin jetzt gerade da, wo der große Berg ist. Glaube ich zu meiner Rechten. Das ist doch dieser übelst krasse Abhang halt. Ja. Dürfte rechts von mir sein. Ich bin ja jetzt einfach mal so einen Strand noch weitergelaufen, weil ich dachte, hier gibt es vielleicht noch NSB Fässer. Hab mich schon lang dran vorbei. Zum Teufel bin ich eigentlich. Keine Ahnung. Wir sind nochmal Strompfosten. Also den Berg komme ich auf jeden Fall nicht hoch, so viel ist klar. Ach, davon ist die Satellitenschüssel. Die war Renn doch die vor andere mir. Richtung. Ne, renn in die. Ja, dann, was weiß ich, warte mal, bleib mal stehen, da wo der Drop war. Irgendwo in der Nähe. Hä, wo der Tropper? Ab. Okay, kurzer. Oh, hier ist der übelste Berg. Da ist ein Wolf. Wir machen kalt.
Mitten am höchsten Berg, der rennt hier gerade auf und ab. Bleibst du mal bitte oben? Ah, nee, Ich geht bin wieder runter. gerade sozusagen oben auf dem Berg. Hier ist der Wolf. Oh Gott! Oh, das war knapp. Dies war knapp, Kommt auf mich Junge. zugegurkt, wie so einfach. Na, weißt du, der Wolf ist immer hoch und runter den Abhang. Ab! Ab! Disconnected, schön, dann gehen wir wieder rein, kein Problem. Nee, aber weißt du, der Berg ist, der Wolf ist den Berg auf und ab. Und dann gehe ich näher und plötzlich schießt er von links diesen scheiß Ding hoch, so. Weil es das nächste. Oh, fuck! Oh, die Axis, bisschen buggy. Mein Wolf bitte auch schlachten. Auf dem scheiß Berg oben. Auf Ja. der, ich renne gerade an der Klippe praktisch entlang. Na, ich bin genau oben drauf. Ja, Richtung Satellitenschüssel. Ja. Du rennst nicht Richtung Satellitenschüssel Nein, ich renn optimalerweise. gerade nicht. Ich renn gerade das Wasser weiter eigentlich. Ich weiß, wo die Satellitenschüssel ist, ja. Hinter dir? Ich So kann sie schräg hinter sehen. mir. Also bist du auf der anderen Seite von der Wüste. Nein, ich sehe die Satellitenschüssel. Ich bin da gleich in der Nähe. Ich bin davon nicht weit weg. Ich kann sie auch sehen, das ist ja das Ding. Ich bin da, Ja. wo der Drop war. Von Ja, da das ist da aus. unten. Direkt unter mir ist das. Da unten. So, ich sehe jetzt auch die Satellitenschüssel. Mit so Haufen Strompfosten. Ja, ein Haufen Strompfosten. Du dürftest das dann nicht direkt neben mir stehen. Da unten ist der Drop gewesen. Da sind die Strompfosten, keine paar Meter entfernt. Das ist die Satellitenschüssel. Weißt du was, ich renne einfach mal die Strompfosten entlang. Mache das. Hast Da du auch bist du deine doch. Strompfosten? Wo bist du denn? Hinter dir, du Armleuchter. Du weißt, dass ich dich nicht sehen kann. Du bist schon wieder braun auf braun. Oh, Da, ich nee. droppe deine Jacke. Cool. Ja. Ey Flo, können Wie wir deine mal Erkern. kurz einen kleinen Cut machen? Gut. Da sind wir wieder fertig. So. Da. Ja. Wir haben gerade mal gewartet, weil es gerade noch dunkel wurde, wieder, bis es wieder hell wird. Also knapp. 10 Minuten war ich nicht da, 10 Minuten hat es gedauert, bis es wieder hell war. 20 Minuten vergangen. Yay. Ich habe übrigens ein bisschen Holz gefahren in der Zwischenzeit. Mir das Ding gemacht, was ich jetzt droppen werde, weil es mal auf der geht. Was hast du denn Oh ne, gemacht? warte. Nee, warte, das behalte ich mir. Low Grade Fuel, den brauchen wir ja noch für irgendwas, oder? Irgendwas. Loquefool, naja, das braucht man eigentlich immer bloß für den Ofen. Ich weiß nicht, für was wir das Hey. sonst noch brauchen. Ich droppe es mal, das geht mir gerade auf der. Da! Du weißt schon, dass ich gerade ein bisschen weiter renne, wa? Du bist da links, ja? Na, okay. Ich kann deinen braunen Punkt sehen. Ich habe Olli mal seine Jacke gegeben. Also warte, das war schon vorm Schnitt, oder? So ein bisschen vorm Schnitt. Ja, da hast du mir die Jacke gegeben, aber ich habe sie schon jetzt während des Schnitts habe ich es nochmal angelegt. Ich habe jetzt die grüne Jacke an. Yay. Die Sonne ist noch nicht draußen, noch ist mein Bildschirm noch nicht in der Ecke blurry. Meint schon. Kann sein, dass ich das ausgeschaltet habe, gerade vorher. Kann möglich Ich glaube, sein. man muss einmal raus und wieder reingehen, damit die Einstellungen, also diese Checkbuttons-Einstellungen da fällen. So, ich bin jetzt an der Ende von der Wüste am Weg und du bist links von mir, so 10 Meter. Ach da, So, gehen wir hi. den Weg lang. Bist du am Weg oder was? Ja, geh rechts. Ich Bist sehe du, dich schon. ich hab dich die ganze Zeit beobachtet aus dem Augenwinkel. Good job. Wollen wir jetzt einfach hier den Weg lang laufen oder was? Weiß nicht ganz. Und das hier ist eine Megakreuzung, Alter. Da geht's quer durch die Wüste, einer geht in die andere Richtung und der andere geht in die Richtung. Wir Warum? gehen 4 Wege weg, Alter. Hier ist so eine Mega-Wegkreuzung. Naja, so fehlt mir auf jeden Fall welche. Ich werde da hinten mal reingucken, vielleicht ist da irgendwas. Worin? Du darfst da gerne alleine reingehen. Du weißt, ich nähere mich. Ist da Radioaktivität? Nö. Gut, dann gehe ich auch hin. Aber ein Leck. Da ist nichts drinne. Mir wurscht. Den hatten wir doch auch schon bei uns am Server vorher. Der stand am Strand. Ah. Direkt neben deiner Hütte. Ich liege am Strand. Deine Maiskolbengetränke. Warum? In sowas könnte man auch was so drinlegen. Irgendwas Kleines halt. Aber es ist nicht radioaktiv.
Mal so querfällt ein, Alter. Also es kann jetzt bei den nächsten Folgen zu öfteren Schnitz kommen, nur mal so nebenbei. Weil ich habe heute einen sehr empfindlichen Magen. Mal Das. aufpassen. Ja. Komm, irgendwas muss doch hier sein. Ein Haus, ein Fass, ein irgendwas. Oh ja, du musst die Radioaktivität leider alleine auf dich nehmen, weil ich will nicht schon wieder in der radioaktiven Zone Wie, festhängen. ja, was ist, wenn ich auf einmal sterbe durch die Radioaktivität? Ich glaube, Hast du Scheiße gebaut, weil du nicht rechtzeitig rausgegangen bist? nein, Flo, umso schnell, umso weiter man drin geht, weil die Radioaktivität, die sinkt ja bei dem Teil ja übelst langsam. Guck mal, da hinten ist was. Ja. Ja, ich sehe es. Flugzeug! Ich fühle Flugzeug. mich gerade wie so ein Hund. Katze! Flugzeug. Sehen. Kommt das hierher? Kann Flugzeug hören. Hier ist so ein Scheiß. Oh, hier ist radioaktiv. Gut, dann. Wo bist du denn? Ach, da hinten läufst du. Schon bin ich gecrashed. Also es hat nur leicht gegrunzelt und schon bin ich rausgeflogen. Ich schwöre, der wird mal wahnsinnig. Da hinten ist irgendwo ein Flugzeug, aber ich sehe es nicht. Irgendwo ist das Da hinten Spiel bei ist mir es. relativ instabil. Hat aber nicht getroppt. Disconnected, entities out of order. Wieso? Und vor allem, was bedeutet das? Du stehst doch nicht mal mehr im radioaktiven Feld, Flo. Ich weiß. Das, was mich wundert. Soll ich mal reingehen? Es kann sein, dass ich sterbe, ne? Dann muss ich mich wieder zu dir Wie porten. schon gesagt, tut er keinen Zwang an. Gerne rein. Okay, bist schon drin. Da steht ein Fass bei den Wassertürmen. Ja, ich bin hier auch gerade beim Fass. Snowjacke. Sobald mein Leben zu niedrig ist, komme ich einfach zu dir. Dann musst du es futtern auch noch. Aber nicht TP'n, weil TP'n dauert erstmal zu lange und zweitens mal kann es sein, dass ich draußen bin. Wie jetzt gerade zum Beispiel. Sind aber keine Boxen. Connected, Invalid Packet. Nochmal! Hör auf zu laggen, scheiß Spiel. Die haben Radiations-Update drinne. Also hier, das ist bloß. Wow, eine Stonehatchet. Leck mich. Hast du bloß was? Du hast bloß bis 100 Radioaktivität. Schön, aber jetzt wirst du wahrscheinlich massiv Schaden kriegen, oder? Ja, mein Leben fällt in Sekundentakt. Warum bist du dann noch da drin? Weil ich noch 30 Leben habe. Du sollst rausrennen in einem möglichst unradioaktiven Bereich, damit du dein Zeug einfach schnell holen kannst, wenn du stirbst. Ich kann auch notfalls was essen. Apropos, das mache ich gleich mal. So, Du weißt, ich bin jetzt habe übelst ich. nervös gerade. Warum? Weil du da drin bist, ganz alleine und ich nicht rein kann, weil ich dann crashe. Da links Nee, rennst du. ich will gerade weiter weg, weiter weg, weiter weg. So. Und glaubst du, du stirbst davon noch? Ja, ich habe 99 Radioaktivität und mein Leben sinkt in Sekundentakt. Meine Radioaktivität, also ich bin gleich tot. Ja, dann friss nichts, das ist Ich habe aber was vielleicht besser. Schönes gefunden. Und nimm vielleicht da, also leg vielleicht das Item in der Hand weg. Ach ja. Gut. 3, 2, 1. Bob. Wop. Ist das so richtig wie so im Film, so fällt er auf die Knie und dann fällt er um und es liegt da im Gesicht. Und TPR. deine Hose ist im Boden eingegangen. Porsche 3B. Bam, Yay. bam, bam, bam. Oh Gott, deine Füße sind abgetrennt. Ein bisschen. Die Hose ist im Boden fest. So, lege ich gleich mal wieder mein Zeug an. Erstmal zieht die Jacke erstmal an. Wichtig. Hose So. hat Zeit. Ich habe, ich glaube, drei Stone Hatchet habe Jetzt ich habe da ich wieder drin Dreck am gefunden. Bildschirm. Jetzt haben wir noch was essen. Mein Hunting Bow. Willst du dich selbst zerlegen, oder? Noch, das kannst du gleich machen, wenn ich fertig bin. Mach so lange mal eine Fackel an, damit sie nicht mal verschwindet. Ich gebe ich noch ein Pixel Leben übrig.
Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Nimm dich an, Alter. Was? Jetzt ist sie kaputt. Super hast du es gemacht. Ich habe noch eine zweite dabei. Und du jetzt auch. Ich kann jetzt was Schönes machen. Und was? Warte, wo ist es? Eine Snow Jacket. Jacket. Ach, du auch? Aber welche? Na, richtig Snow. Da steht Snow Jacket Wood Camo. Oh, Wood Camo, das wollte ich wissen, weil ich habe nämlich auch die Snow Jacket Wood Camo. Die hast du nämlich gerade an. Achso, okay. Dann haben wir beide gleiche. Na, hier kannst Gehst du ruhig. mal weg? Tschö. Will dir nicht wehtun. Hast du doch schon. Oder in den Arsch geschlagen, ne? Ja, Erstmal. man kann einfach die Skulls kann man einfach crushen zu Knochen. Tonfragmenten. Good job. So, mach mal. Ja. Aber an dem Ding vorbei. Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht. Hast du eigentlich mal notiert, wann wir wieder angefangen haben? Ja. Gut, wann war das? Ungefähr bei 29 Minuten, ein bisschen vorher. Jetzt okay, also haben wir dann jetzt ungefähr 14 Minuten. Ja, zwischen 8 und 29 haben wir aufgehört, das heißt, vorher hatten wir ungefähr 8 Minuten. Jetzt ungefähr 18 Minuten. Warte. Ab, stehen bleiben. Ja, ich hab's gerade. Dann mich reconnecten. Ah. Okay, jetzt habe ich mich gerade so erschrocken, dass ich keine Munition mehr für meine AK habe. Ja, und ich habe gescrollt und bin dann rausgeflogen. Der Wolf sieht doch super da. Nochmal versuchen. Ach super, und ein Bär. Da war aber ein Reh, oder? Nein. Da war ein Bär unten. Verpiss dich! Ach Mein Junge, Gott. was tust du da? Da ist ein Reh. Ich weiß nicht, wo du hingerannt bist. Ich bin einfach gerade. Ich bin gleich neben dir. Ich habe gerade einen Du bist Schuss da rechts gehört. von mir. Lol. Ne, hier war ein Reh und ich hab's verfehlt. Und es ist nicht weggelaufen. Na, Laden. Quatsch. Bist du tot übrigens? Nein, 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 nein. Ich habe einen Bär und einen Wolf getötet. Also, wenn das Vieh jetzt nicht tot ist, dann weiß ich auch nicht. Ist der Supertier? Nein, habe ich ihn gekillt. Stimmt, ich wollte ja gerade noch was wegwerfen. Das hier. Tropf. Verbranntes Fleisch. Ach, Klopf, wirklich? Willst du mich verarschen? Oh, hi, Olli. Hi. Da ist ein Wolf und ein Bär und ich direkt daneben ein Hirsch. Good Oh job. Gott, oh, schön ist der Bildschirm orange. Hier soll Achso. irgendwo mal ein Haus sein. Teufel, Alter. Da hinten ist ein Haus, aber das. Ne, das ist ein Stein. Oder? Ja, ist ein Stern. Ich habe noch ein paar Wieso? Schüsse habe ich übrig, aber ich habe gerade sowas von in den Wolf einfach ringeballert, weil er so auf mich zugeschrannt kam. Ja. Dass ich Ich nicht. habe auch einen Reaktionsschuss auf den Wolf gemacht, als er links die Klippe hochgesprintet ist. Ich wollte eigentlich mit dem Speer zu stechen, dann hatte ich auf einmal die AK in der Hand. Dat, 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 dat. Geschichten aus dem Krieg. Eigentlich wollte ich ihn abstechen, aber dann hatte ich die AK da und ritsch, war sein Kopf weg. Hör mich jetzt Heimgeschichten aus irgendwann. dem Krieg. Ja, du wolltest. Ja, COD halt, ist echter Krieg. Ich frage mich gerade ernsthaft, wo die gebaut haben sollen. Ich bin in die Wüste gegangen, wieder raus und schon sind die Ränder vom Bildschirm nicht mehr verschwommen. Ja, das macht wirklich bloß die Wüste. Aber ich meine, gerade eben waren wir doch nicht mal richtig in der Wüste. Da rechts ist das Schneegebiet. Wir kommen jetzt wieder langsam mal in Richtung Kentuckys Haus. Alter, wie hat das für mich jetzt gesehen? Ich hab's weit entfernt. Wo bist du überhaupt, Alter? Bei den Strompfosten. Ich bin auch bei den Strompfosten. Da ist ein Fass. Hier gibt es zwei Reihen Strompfosten. Ich laufe gerade so einen Berg hoch. Ist ja jetzt nicht das andere runtergerollt. Okay, hier knackt es nicht, das ist schon mal gut, aber Eine hier ist Helix. auch kein Scheiß. Ich bin hier bei so einer Hütte. So eine, was ist so eine gespawnte Hütte? Ich Oder hab. eher so ein Unterstand. Schaut eher aus wie eine Garage. Ein Cupboard. Das ist es. Ich renn gerade einen Berg hoch. Ich hab gerade eine leere Kanne mit Bohnen gefunden. Okay.
Eine Lehre. Ja, schön. Warum gibt's sowas überhaupt? Naja. Kann man das zum Kochen verwenden oder was? Nee, ist wahrscheinlich hier, weil das hier Postapokalypse ist. Ist das da ein Wolf? Der wird gescrollt. Ich darf nicht scrollen. Schon wieder gequetscht oder was? Ja, da war glaube ich ein Wolf und ich glaube, der will mich umbringen. Hotline Wo ich sehe. Miami. Okay, Kentucky. Er hat halt Probleme. Wahrscheinlich crashe ich jetzt nochmal. Ich wüsste, wo du Ich bist, mal. würde ich dir auch gerne helfen. War doch gerade noch das Tier. Ist einfach verschwunden. Also ich sehe die Wüste, ich sehe die Ich sehe Stromkasten. dich, bleib stehen. Dreh dich einfach um und schau den Berg runter. Warte. Kommst du? Die Richtung geht's weiter. Hier war gerade noch ein Tier, aber dann habe ich gescrollt und weg war's. Hä? Also ich bin verschwunden und dann ist das Tier wahrscheinlich weggerannt. Da haben wir kein Tor im Haus gefunden. Er hat gesagt, dass es riesig ist. Die haben mehrere tausend Hölzer dafür gebraucht. Schön. Hilft uns nicht weiter. Wo rennst du eigentlich gerade hin, Flo? Wir waren ja einfach die Gegend geradeaus. Na, weil von uns ist nämlich gerade rechts das Meer, ne? Ja, ich weiß, deswegen versuche ich ja nach links zu gehen. Wunderbar. Hast du es erledigt? Natürlich. Ich weiß zwar immer noch nicht, wo du bist, aber ich habe dich gerade gehört. Ich habe jetzt 108 Klopf. Ich will aber Ich so habe Strommasten 119. zwischen zwei Wüsten. Oder Wüstenteilen. Da links halt. Oh, da rechts rennst du. Da ist ein Fass. Vor Meins, allem, meins, 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 ich meins, wollte, meins, meins, ja, meins. kannst du gerne haben. Ich meine, du hast doch gerade gesagt, dass wir doch eigentlich nach Torums Haus suchen, weißt du, dann eierst du hier immer so nach links, nach rechts, nach links und ich weiß gar nicht, hä, wo will der jetzt lang? Geradeaus rennen ist beim Suchen eine schlechte Strategie. Du musst eine möglichst große Fläche mit deinen Augen abdecken. Also ist zack, zick, zack eine gute Strategie. Ja, aber nicht durch die Wüste, weil da siehst du eine Ränder bloß verschwommen. Ja, du siehst ein Haus trotzdem. Deutsch. Ich habe so das Feeling, dass Fässer nicht unbedingt die beste Source sind für Zeugs. Die beste Quelle. Immer meistens eine Scheiße, Alter. Am besten wäre es, wenn wir vielleicht sogar die fliegenden Kisten eben halt holen. Ja, wenn wir welche kriegen würden, dann muss der in der Nähe sein. Nachhinein die finden ist schwierig. Dann ich hier gerade durch den Wald und meine Ränder vom Bildschirm sind noch immer verschwommen. Meine nicht. Schwein gehabt. Also hier drin sind sie definitiv nicht. Vielleicht auf der anderen Seite davon. Denkt ihr, wir wollten noch bis zum Schneegebiet kommen, oder? Wie gesagt, wir machen mal den Part aus und dann fangen wir einen neuen an, oder? Okay, machen wir das. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.